Hallo und herzlich willkommen zu Europa Universalis Rule Britannia mit Scotland. Wir haben in der letzten Folge, im letzten Stream, einiges geschafft. Wir haben hier komplett oder fast komplett Irland eingenommen. Die beiden hier, die beiden, die 1, 2, 3, 4, 5 hier, wie war der Name? Kildari, die gehören zu uns, sind unsere Vasallen. Das heißt, wir sind auf gutem Weg, würde ich mal sagen. Und jetzt sind uns ein bisschen die Gegner ausgegangen. Wir haben hier schön uns durcharbeiten können. Und ja, jetzt können wir, England können wir nicht angreifen, dafür fehlen uns ein bisschen die Knödel. Und ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, wollten wir hier runter und wollten Bretagne angreifen. Ich habe hier keinen Kriegsgrund, aber wir haben einen Diplomaten hier, der ein Spionagenetzwerk aufbaut und der ist auch schon fast so weit. Das heißt, wir könnten das machen. Ich prüfe ja nochmal, ob ich da beim letzten Mal was übersehen habe. Verbündet mit Geldern und Utrecht. Die sind hier oben irgendwo. Geldern und Utrecht, das war hier oben. Geldern. Zwei Provinzen, Utrecht, zwei Provinzen. Ich glaube, gegen die können wir uns ganz gut wehren. Vor allem, die sind auch gerade im Kampf. Denk mal, ist jetzt nicht so dramatisch. Was passieren kann, ist, wenn wir hier runterdüsen, dass natürlich England sagt, hör, Moment mal, da ist ja keiner mehr im Land. Und erklärt uns vielleicht den Krieg. Ich hoffe mal nicht, dass es zu dem kommt, weil dann wären wir ziemlich gearscht, weil wir haben ja auch nicht die starke Flotte jetzt, damit wir hier hin und her fahren können. Vor allem mit England, die uns dann einfach abfangen. Bretagne. Wir schauen mal kurz in die Statistik. Bretagne. Wie viel hier an Stärke da ist. 7.900 aktuell, 6.600 Rekrutenreserve. Das heißt, wenn wir da... Ne, wir schicken gleich alle 17 runter. Wir werden jetzt hier irgendwo anlanden in Frankreich und werden hier die Hälfte und hier die Hälfte stationieren. Oder wir stationieren hier alle und marschieren dann rein und teilen uns auf. Ich weiß nicht, ob er uns dann nicht überrennt, wenn wir hier uns aufteilen. So, was wir jetzt machen müssen ist, sollen wir noch ein paar Transportschiffe bauen? Wir haben halt keine Kohle. Wir haben jetzt plus ein Goldstück. Ich schau mal kurz, was das noch kostet. Wenn wir vielleicht doch noch ein paar Transportschiffe mehr bauen. Kosten uns 12,1 und in Unterhalt 0,04. Unterhalt wäre jetzt wahrscheinlich nicht so dramatisch. Da könnte ich damit leben, aber da können wir gerade mal irgendwie so 5 oder 6 machen. Das reicht nicht. Wir sparen lieber. Also, dann schauen wir mal, ob das jetzt hier automatisch geht. Oh, wir haben keinen militärischen Zugang mit unseren Buddies Frankreich. Da denn los? Wir warten mal ab. Jetzt haben wir. Und dann schauen wir mal hier rein. Landen mal an. Können wir nicht, weil wir uns erst aufteilen müssen. Nein, immer noch nicht. Ah, Moment. Stillgelegt. Gut, und dann schippern wir mal hier rüber. Der Krieg hier unten war vom Chat verpönt. Beim letzten Mal habe ich mitbekommen. Aber irgendwann kommt die Zeit, da muss ich mich auch über den Chat hinwegsetzen. Auch wenn er immer sonst sehr hilfreich ist. Okay. Da sind schon mal 5,9. Ein Diplomat aus England, Spionagenetzwerk. Ist das hier? Okay. Mit wem führt denn der hier Krieg? Kleve und Münster. Ah, da können wir vielleicht gar nicht viel machen jetzt. Vielleicht müssen wir den Krieg einfach nur abwarten. Vielleicht müssen wir den Krieg einfach nur abwarten, bis wir... Oh, und wir haben ja auch wieder Rebellen irgendwo. Tyronische Nationalisten. Tyron hier oben. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht raus. Na gut, es ist gewagt. Wir probieren es mal.
können ja jetzt trotzdem dann Krieg erklären. Wir sind jetzt bei 21. Das heißt, dann machen wir das mal. Euch bringen wir zurück, damit die nicht versehentlich dann von irgendwelchen Flotten abgefrühstückt werden. Und dem geht es hier ziemlich schlecht, so wie es ausschaut. Er sammelt ein paar Männer und da kommt aber schon Verstärkung wieder. Ja, die nehmen jetzt natürlich alles ein und wir sitzen dann irgendwie nur so rum. Was ist denn das hier? Münster. Ja, die nehmen hier oben auch ein. Das ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt jetzt, um Krieg zu führen. Und die Frage ist auch, um was führen die überhaupt Krieg? Sehe ich das? Im Krieg mit Kleve und Münster. Ich sehe aber nicht, weshalb die Krieg führen. Hallo Stefan, das ist schön, dass du es auch wieder mal geschafft hast. Was machen wir denn mit dir? Was machen wir mit dir? Sehen wir da, wie weit die schon sind? Minus 3 aktuell. Ach, hier steht es, Moment. Verteidiger gegen Kleve im Krieg. Klevianische Eroberung von Gelre. Also nichts hier offenbar. Kriegsverlauf, Rennen besetzt von Kleve. Also für Bretagne sieht es jetzt nicht gut aus. Der wird jetzt hier oben, denke ich mal, irgendwo noch kämpfen. Der hat vorhin noch Einheiten ausgehoben und hat die dann hier hochgezogen. Ich denke mal, der führt hier oben noch. Wahrscheinlich hier oben Krieg. Besetzt hier oben, während der andere hier unten ist. Können wir denn jetzt hier... Ich kann das nicht anklicken. Ich denke mal, der wird hier belagern. Na gut, wir werden jetzt mal Krieg erklären. Einfach mal, weil wir es können. So, Krieg erklären. Nee, Quatsch. Erst Anspruch machen und dann Krieg erklären. Immer schön die Reihenfolge wahren. Moment. Hat keine... mögliche benachbarte Provinz. Wir können nur auf benachbarte Provinzen einen Anspruch fingieren. Nicht einfach so wild ins Kraut hinein. Hallo, hallo Gamer. Wie weit ich schon bin, wir haben hier Irland fast komplett unterjocht. Kildare hier gehört auch zu uns, ist ein Vasall von uns. Wir haben hier auf unserer schönen Insel nur noch England. Und deswegen bin ich jetzt unten hier in der Bretagne, weil ich eigentlich die angreifen wollte. Aber so wie ich das sehe, geht das gar nicht. Wir können keinen Anspruch fingieren, weil wir nicht direkt angrenzen. Wer hätte das gedacht? Wieder was gelernt, Mensch. Na gut, dann verziehen wir uns wieder. Dann müssen wir wieder nach oben gehen. Eieiei, das ist ja schade. Dann kommen unsere Schiffe wieder und ja, holen uns wieder ab. Nun gut. Kildare, wie sieht es denn bei dir aus mit Annektierung? 190. Oh, die können wir ja schon. Wir brauchen nur noch die 190, in Anführungsstrichen. Dann machen wir das doch wieder. Ah, wir sind eh schon am Beziehungen verbessern. Ja, jetzt müssen wir abwarten dann. Hallo Gamer, sagte, dass es nicht klappt. Du hättest aber auch sagen können, wieso es nicht klappt. Ich dachte, ihr seid da einfach nur so dagegen, dass ich hier Bretagne ein bisschen mit Krieg überziehe. Aber dass das nicht geht, das wusste ich auch nicht. Schweden unabhängig? Nee, die sind, glaube ich, immer noch... Oh, nee, offenbar gerade dabei. Dann könnten wir ja Dänemark... Moment. Dann könnten wir uns ja vielleicht diese Inseln hier oben sichern. Dänemark ist im Krieg mit Schweden, Moskau, Jaroslawl, Perm und Rostov. Schauen wir mal kurz. Dänemark, das ist ja gut. Dann haben wir ja unseren nächsten Kollegen. Dänemark hat 14.000. Ist halt Norwegen, ist noch mit dabei. Und da, die haben offenbar gerade erst angefangen. Unabhängigkeitskrieg von Schweden tatsächlich. Macht das Norwegen eigentlich auch mal, dass Norwegen sich lossagt von Dänemark? Was sagt er denn zu Dänemark, dass wir hier uns wenigstens die paar Inselchen sichern?
Attacke, sagte Stefan. Ja, gut, dann probieren wir es mal, oder? Dann probieren wir es mal. Wir müssen nur warten, bis wieder unsere Leute hier oben sind. Wir müssten ja bereits einen Anspruch haben hier auf die Inseln. Schau mal kurz rein. Eroberung der Hauptstadt Sjælland. Was? Eroberung der Hauptstadt Sjælland? Okay. Moment. Sjælland. Wieso soll ich denn Sjælland erobern? Ich dachte, wir hätten den Anspruch. Orkneyjar. Doch, eigentlich ja. Orkneyjar haben wir. Jätland haben wir auch. Aber ich muss ja mit Dänemark Krieg führen, weil die hier, mit denen können wir ja nicht Krieg führen. Ah, doch, kann ich auch. Ach so, ich dachte, ich muss mit Dänemark Krieg führen. Ich soll auf den Rosenkrieg in England warten und einen Anspruch auf die Provinzen. Da haben wir ja schon einen. Also auch auf hier, auf Northumberland und Cumbria ist auch mit dabei, richtig? Yep, Cumbria ist auch mit dabei. Also wir haben hier schon Ansprüche. Das wird schon passen erstmal. Das wird schon passen. Stefan Brückner sagt, du hast keinen Anspruch mit dem Kriegsgrund, kannst nichts erobern. Nö, aber wir haben ja jetzt Eroberung von Jätland zum Beispiel. Ne, von Orkneyjar. So. Dann können wir ja vielleicht die anderen auch mitnehmen. Machen wir aber erst, wenn wir hier hochgefahren sind, wieder mit allen Leuten. Wir brauchen ja dann sowieso. Oh, wir bräuchten eigentlich eine starke Flotte, könnte ich mir vorstellen. Gerade hier mit den Inseln. Ich hoffe, wir kommen da schnell genug herum, dass er jetzt hier nicht. Oh, wie er hier besetzt ist. Dass er jetzt hier nicht noch großartig sich mit uns befassen kann. Vielleicht können wir uns auch hier oben das noch sichern. Reykjavik wäre gut. Und die Insel noch. Mensch. Ich glaube, die haben wir letztes Mal auch gehabt. Nein, Mel Gibson ist tot. Ach du meine Güte, was ist denn da passiert? Er hat uns treu und gut gedient. An was er gestorben ist, sehen wir leider nicht. Sehr schade, sehr schade. Wahrscheinlich ist er ihm schlecht geworden, als er hier wieder zurückgetuckert ist über See. Gut, William Wallace ist noch da. Das ist okay. Dann bringen wir euch hier hoch nach nach Sutherland. Und unsere Schiffchen bringen wir auch schon mal her. Haben wir hier, gibt es hier keinen Hafen in dem Bereich. Dann geht lieber hierher. Schön, 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 schön. Das sieht ja schon mal gut aus für uns. Ihr auch. Hallo S&M. Was, du bist großer Fan von mir. Schön, dass du da bist. So, ja, bewegt euch mal ein bisschen schneller. Hier können wir rüber marschieren. Hier müssen wir dann rüber tuckern. Können wir hier anlanden irgendwo? Ja. Was ist denn das kleine Hammerzeichen? Heißt das, die werden irgendwie repariert oder so? Hallo Ranor! Und dann legen wir mal los. Krieg erklären. Eroberung von Orkneyjar. Müssen wir sofort umbenennen. Gildare ist wieder mit dabei. Burgund leider nicht. Frankreich auch nicht. Bei ihm ist Novgorod nicht dabei, aber Verden. Was ist denn Verden? Okay, das sieht klein aus, das ist okay. Verden und Dänemark. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Uiuiui. Los geht's. Tötere. Hallo, Masurk. Dann geht ihr mal hier rüber. Nein, sagt der Masurk, ich mache einen Fehler. Was mache ich denn für einen Fehler? Oh, da sitzt ja schon eine Flotte. Da sitzt ja schon eine Flotte. Was hat er denn hier? Transportflotte.
Wir bringen die schon mal in Stellung, weil wir hier noch abspalten. Dänemark wird seine Verbündeten rufen, natürlich. Das war ja geplant. So, es wird besetzt. Ja, sind wir hier schon durch? Das ging ja schnell. Das ging in der Tat schnell. Und am Kriegszustand hat sich nichts geändert. Das ist seltsam. Hallo Sascha. Wieso bist du denn fix und fertig? Ah, das ist blöd, dass wir hier oben keinen Hafen haben. Jetzt kommt er rüber. 2-9. 10. Okay, das war schlecht. Können wir eigentlich hier flüchten? Gibt's hier nicht, oder? Shit. Schweden ist im Krieg mit Dänemark und die Unterstützer. Ja, das ist richtig. Ah, da kommt schon Verstärkung. Der hat viel zu viele Schiffe jetzt. Donegal ist durch. Ich habe mir ja schon wieder sowas gedacht, ne? Dass wir hier Probleme bekommen mit den Schiffen. Ah, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Was machen wir denn da mit dir jetzt? Ich komme ja hier nicht weiter ohne Schiffe. Ich kann ja hier nicht drüber schwimmen. Was hat er denn hier? Er hat hier 2 leichte Schiffe und 5 Transporter. Und wenn wir auch einfach leichte Schiffe bauen, ein paar, während des Krieges noch. Andernfalls hilft das ja sowieso nichts. Oder vielleicht Söldner, aber wir haben keine Kohle. Söldner, Moment, wo gab es denn? Gab es hier... Oh, bei Flotten gibt es keine Söldner. Na gut. Was kostet das denn? 20. Das heißt, wir können gerade mal 4 leichte Schiffe bauen. Das ist sehr wenig. 4 leichte Schiffe. Wie viel haben wir noch? Transportschiffe? 1. Na gut, wir brauchen vielleicht für die Inseln sowieso nur 1. Ja, wir hätten uns vielleicht irgendwo anders positionieren müssen mit dem Schiff. Burgund könnte man rufen. Sollen wir das machen? Ruf zu den Waffen. Landwirt. 10 Gefälligkeiten. Machen wir mal. Vielleicht halten die uns ein bisschen die Schiffe vom Hals. Also eigentlich bräuchte man Transportschiffe. Ich kann ja hier nicht immer 1000 Mann einzeln rüberschicken. Das dauert viel zu lange. Ich verstehe nicht, wieso hier dieses Land nicht als Provinz zählt. Wir haben es besetzt, das passt. Ja, dann, dann bauen wir jetzt einfach mal. Wir heben noch die Kriegssteuer aus, machen wir das auch noch. Und dann bauen wir jetzt noch ein paar leichte Schiffe. Wir haben ja sowieso keine Flotte. Die bauen wir aber dann hier unten. Vielleicht können wir irgendwie, weil wir müssen ja die dann zusammenfassen. Das war's schon. So, schauen wir mal, wo der jetzt hindüst. Oh, was sage ich denn? Was sage ich denn? Wer kommt denn hier? Holland. Holland kümmert sich um die. Sehr schön. Oh, da kommen einige Schiffe. Mensch, da hätte man ja nur warten müssen. Da hätte man nur warten müssen, bis die alle weggeschussert werden. Dann machen wir gleich noch ein paar gucken. Wieso können wir nur hier unten? Nee, können hier oben auch. Dann machen wir hier noch ein paar gucken. Gott, ich habe keine Kohle. Gab es da nicht mal was mit irgendwie Kredit aufnehmen?
Hier, 70 könnte ich aufnehmen. Zinsen 4%. Wir machen das mal, damit ich ein paar Transportschiffe bekomme. Und wir bauen noch mal gucken. Und noch einmal leichtes Schiff, damit wir nicht gleich wieder weggeschippert werden. So. Was sagt ihr? Logic, Reader, Writer, Math Unit und Batch was? Natürlich sagt mir das was, Sascha. Gefällt es dir denn noch, Station Years? Oder bist du schon fertig? So, wir haben jetzt... Doch, jetzt haben wir doch schon 2%. Ah, okay, aber das kommt jetzt durch die Seegefechte. Hm. 9 Stunden hast du gespielt. Heieiei. Nicht schlecht. Dann hast du ja bestimmt schon ein bisschen was zusammengebaut. Und vielleicht drehen sich die Solardinger gleich zur Sonne. Dann drücke ich mal die Daumen. Osmanisches Reich hat ein goldenes Zeitalter eingeleitet. Kann man das einleiten? Das würde ich auch gern machen. Darlehen wird bald fällig. Ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Da schiebt man immer noch 2 rum. Tage müssen wir jetzt noch aushalten, aber das sollte kein Problem sein. Da werden nochmal welche weggebombt, jawohl, von Flandern, Holland, Burgund und allem anderen. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, die halten das ziemlich gut unter Kontrolle. Oh, hier wird auch gekämpft, das sieht aber weniger gut aus. Gildare, ach Gildare mit einer Flotte, aber die hat ein, was ist denn das, ein Großschiff. Ein riesiges Schiff. Und irgendwie geht da nichts vorwärts bei denen. Oh oh. Ah, Gildare wieder. Was war denn das für ein Schiff? Ich dachte... Ah nee, das war kein großes Schiff. Wie heißt denn das? Keine... Frühe Karacke, Großschiff, doch, Großschiff, das war eine leichte Schiff, war das, okay. Ja, dann warten wir mal ab. Wer hat gesagt, es wird leicht? Niemand. Die einzig gleichen Kriege, die wir bisher hatten, waren echt die, die wir hier führten. Außer der erste gegen Ulster. Ja, gegen Ulster. Na gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns die beiden Inseln noch und hier oben Norwegen auch noch. Und dann lassen wir es gut sein. Steht ja immer mit seinen 2 Städten hier rum. Ne? Jetzt komme ich hier nicht raus mit den anderen. Hallo, hallo, Gemmel. Bist wieder da. Das ist schön. So, jetzt wieder angegriffen. Jetzt können wir vielleicht hier zu Hilfe kommen. Wir machen mal hier einen Admiral rein. Kostet uns 50 Punkte. Ja. Donald Erskine. Ja. Ein sehr guter Admiral sogar. Dann unterstützen wir ihn einfach mal. Ich hoffe, das reicht von der Zeit her. Dass jetzt die anderen auch noch rüberkommen. Rechtzeitig. Er kann auch noch rein. Das Transportschiff schickt man auch noch rein. Und dann sollte das passen. Wunderbar, da hat er ja seine Niederlage erhalten. Wir können Gildare den Krieg erklären? Nein. Eigentlich nicht. Gut, dann haben wir jetzt hier die 6. Leute, wie viel haben wir denn? 2 Transportschiffe. Es dauert noch ein paar Tage, bis die anderen fertig sind. Bringen wir euch hier hoch. Wird schon gut gehen.
kommen wieder 5 Verbündete, sehr gut. Da oben steht eine... Ach, die sind jetzt hier hochgefahren. Okay. Na, die kommt bestimmt jetzt nicht raus. Gut, dann haben wir jetzt hier drinnen 4 leichte Schiffe. Moment. 4 leichte Schiffe und 6 Transportschiffe. Dann bringen wir euch mal hier rüber. Teilen euch erstmal auf, halbieren. Und dann bringen wir einen hier rüber. Und die andere Mannschaft hier hoch. Hier hoch. Renaissance förderte England. Aha. Können wir mir wahrscheinlich noch nicht fördern. Sind wir jetzt schon drüben? Ach, jetzt kommt er hier noch. Holland. Was ist denn los? Wo bleibst du denn? Braucht er ewig lang, bis er hier oben ist. Und dich bringen wir gleich hier hoch. Ich hoffe, da stehen keine, aber das ist bestimmt verlassen. Und jetzt steht er hier unten wieder. Mist, jetzt können wir mit der Transportflotte nicht raus. Dann müssen wir mit der 10er-Flotte runter. Fayonne wird von Schottland besetzt. Das geht richtig schnell jetzt hier. Mann, 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 was macht denn hier Kildare wieder? Immer mit einer Flotte. Wir müssen warten, bis sie angelandet sind. Schade. 24% erst. Und okay, hier sieht schon ziemlich gestreift aus. Wieso ist er denn jetzt doch hier runtergedüst? Bewegung durch feindliche Festung blockiert. Ich muss doch hier irgendwo anlanden können. Wir brauchen auf alle Fälle mal eine bessere Flotte. Was ist los, Unkraut? Ich verstehe dich nicht. So, er ist da. Dann ziehen wir dich ab. Häfen werden blockiert, habe ich irgendwo gelesen. Dann düsen wir mal mit 4000 hier rüber, wobei der hier alles schon einnimmt. Da kommen wir sowieso zu spät, da können wir nicht mehr viel machen. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wen könnte man denn da noch einnehmen? Sind das 2? Nein. Wir könnten noch ein bisschen auf Jagd gehen. Hier der 11.000. Oh, das sind Rebellen. Okay. Ja, dann noch Rebellen. Na gut. Wir warten mal hier ab. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sonst noch hin soll. Wir haben halt ziemlich wenig Prozent momentan. Werden, Norwegen, Dänemark. Und da ist alles besetzt. Fast alles. Wir könnten jetzt hier drüben noch ein bisschen was machen. Mit Gallisch kommst du nicht weiter. Was? Du kannst ja nicht einfach hier aus Google was rauskopieren und dann so tun, als würdest du Gallisch sprechen können. Kriegssteuer machen wir nicht mehr. Sind immer noch im Plus momentan. Und der braucht ewig, bis er hier rüberzieht. Wir könnten unseren Kredit wieder zurückzahlen. 70.